Play. Also öfter sogar in Unterzahl haben beide Teams die besseren Chancen kreieren können als das Team, das in Überzahl spielte. Jetzt allerdings ist er auch schon mal in der Zone drin. De Vos. Dann Schmutz. Schmutz und die Scheibe ist im Tor drin. Da jubelte er bereits, während ich die Scheibe gar nicht mehr sah. Reto Schmutz also mit dem 1:0 in dieser Partie in der sechsten Minute. Da am nahen Pfosten bringt er die Scheibe im Tor unter. Also ich sah, dass die Scheibe bei Schmutz ist, aber er jubelte dann plötzlich und es war nicht klar. Ah, Yves Müller, glaube ich, der da noch an der Scheibe dran war. Und sie die eigene. Wäre des Gegners, deswegen sein Blick nach unten. Schiebt mal auf die Seite. Hier viel Platz für Schmutz mit dem 2:0. Reto Schmutz. Das geht dann etwas zu einfach. Also für Aschua natürlich ganz praktikabel, aber für aus Langenthaler Sicht ist das zu einfach. Das darf so nicht passieren. In der neutralen Zone verlieren sie dann die Scheibe. Dann der rasche Gegenangriff. Christen fehlt natürlich dann hinten, wenn er in der neutralen Zone einen solchen Pass spielt. Und dann geht es schnell. Hasen sieht da Schmutz und der vollendet. Auerz, Hasen, Dömo! Mit dem 3:0. Philipp Michael De Vos und wir haben heute tatsächlich zwei Powerplay-Tore. Doppelt so viele wie bisher in dieser Serie. Howard, dann auf Hasen und dann auf De Vos. Ja, hier das schon beinahe magische Dreieck. Minimum. So schön heißt, das gute Gefühl noch holen. Und für das Heimspiel am nächsten Samstag, aber das ist kein gutes Gefühl. Jonathan Hasen quasi vom Bullypunkt. Oh wow, das waren 8 Sekunden in diesem dritten Drittel und das war dann wohl die Entscheidung. De Vos gegen Kummer. Langenthal bereits ziemlich offensiv. Kummer will noch zurücklegen auf Christen. Hasen übernimmt und ja, schubdiwups. Ab ins Netz mit dem schwarzen Rund. Scaminada, keine Chance.